Willkommen beim Steckerchecker. Pünktlich zum verlängerten Wochenende sind wir fertig. Naja, nicht so ganz. Also, es ist mehr so ein improvisiertes Set, das inmitten einer Großbaustelle steht. Aber ich brauche immerhin keine Handfunke mehr, denn den Schall haben wir jetzt im Griff. Und auch so hier und da kann man schon so langsam die Ansätze sehen, wie es hier bald so richtig gut funktionieren wird, Steckerchecker zu drehen. Bis vor einer Stunde haben wir hier noch genau diese Decken an die Decke geschraubt. Denn das hier sind nicht irgendwelche Decken, das sind tatsächlich diese 2x3 Meter Decke, ist 7,5 Kilo schwer. Das kommt daher, weil die ordentlich mit Baumwollfasern gefüllt ist. 100% recycelte Baumwolle, ein bisschen eingefasst in Polyester. Und das Ganze hat den Zweck, halt so richtig gut den Schall aufzufangen. Und ja, davon haben wir hier insgesamt jetzt 6 Bahnen unter der Decke, teilweise ein bisschen doppellagig und auch ein bisschen Abstand zur Decke gelassen, so 8 cm ungefähr. Dadurch ist nochmal zusätzliches Luftpolster, was nochmal weitere Schalldämmung bringt. Ja, und dadurch haben wir jetzt hier schon total das Echo im Raum aufgehoben. Nach links und rechts wird es, wenn alles gut geht, nachher automatisierte Vorhänge mit den Dingern hier geben, dass die quasi auf Wunsch, wenn ich es am Tablet hier auswähle, Set 1, 2 oder 3 zumachen und die Vorhänge schließen und sofort der Ton perfekt ist. Heute mussten wir das noch so ein bisschen basteln, aber es funktioniert auch. Als erstes hatte ich natürlich auch irgendwie überlegt, hier Eierpappe oder irgendwie Schaumstoff oder sonst irgendwas an die Decke zu packen, was man sonst auch viel in Studios gesehen hat. Aber die Dinger hier von Vocal Booth to Go habe ich bisher halt schon viel bei Drehs eingesetzt und dann mal irgendwie von einem Stativ hängen lassen. Und die haben einfach echt so perfekt funktioniert, dass ich dachte, dann lass uns doch einfach jede Menge davon bestellen. Und die hatten auch den praktischen Nebeneffekt, dass sie in ihrer Verpackung hier erstmal sehr gut als Designhocker in unserem Konfi hergehalten haben. Naja, aber jetzt haben wir heute die Pakete alle aufgemacht, beziehungsweise vorgestern schon, denn es hat dann doch länger als einen Tag gedauert, die heranzutackern. Ja, und jetzt hängen die hier und wir haben aber noch 2 Sets vor uns. Das wird noch ein bisschen Arbeit werden. Wie werde ich das 7 Kilo Ding denn jetzt wieder los? Ich schneide es einfach raus. Als nächstes wollte ich euch nämlich noch von unseren Traversen erzählen. Da haben wir nämlich auch eine etwas andere Lösung gewählt, denn wir haben nicht so super hohe Decken. Also man hätte wahrscheinlich lieber in einem Filmstudio sowas wie 4, 5, 6 Meter. Wir haben so knapp 3 Meter und von daher brauchten wir irgendwas schön Schmales. Und als wir auf der Messe unterwegs waren, der Light & Building, sind wir ja beim Obo-Bettermann-Stand, die eigentlich eher so für Kabelführung bekannt sind, hängen geblieben. Denn die hatten da so eine wunderbare Installation von Kabelrinnen aus Edelstahl, pulverbeschichtet in Schwarz, die sie ja für Altbauten, die renoviert werden, jetzt zum Beispiel anbieten und das echt richtig geil aussah. Tja, und da bin ich auf die Idee gekommen, ob wir die Dinger nicht als Traversen einsetzen können. Und tatsächlich, da oben hängt jetzt unsere erste Traverse, auch bisher nur zur Hälfte des Studios. Aber ich glaube, das Ding zeige ich euch auch nochmal im Detail. Das Schöne ist, man sieht wirklich einen schmalen Querschnitt und jede Menge Befestigungsmöglichkeiten dank der ganzen Löcher, die hier drin sind. Wir werden unsere Lampen aber wahrscheinlich eher mit Klammern hier so am Rand festmachen. Und die Kabelrinnen selber werden einfach hier in der Mitte mit einer Gewindestange gehalten. Die haben wir in so einem Abstand gesetzt, ich glaube jetzt so ungefähr mal einen Meter dazwischen, dass natürlich auch jedes Lampengewicht von dieser Kabelrinne getragen werden kann. Im Zweifel sogar Eddie Vedder. Ich hätte gedacht, dass ich mich mal über eine riesengroße Palettenlieferung Kabelrinnen so richtig freue. Aber als das Ding hier ankam, das war echt wie Weihnachten. Wir werden zusätzlich zu den Sets hier nicht nur den Bereich, sondern das gesamte Studio mit Edelstahloptik, Kabelrinnen in Schwarz, in Edelstahl, Rohren zu den einzelnen Aufputzleitungen. Das wird alles einfach mega genial aussehen. Jetzt muss nur noch die Lieferzeit der Lampen und Möbel stimmen. Ja, und dann ist bald Zeit für die Einweihungsparty. Ich will euch jetzt auch gar nicht weiter aufhalten. Also, außer, dass ihr noch kurz abonnieren dürft. Aber ansonsten schaltet ab. So wie Peter Lustig das auch immer gesagt hat, geht raus an die Sonne. Genießt die Zeit. Unser Gewinnspiel läuft noch, falls ihr den elektrischen Bollerwagen gewinnen wollt, bis nächsten Freitag. Schaut da sonst mal in die Folge rein. Wir sehen uns hier nächste Woche wieder bei euer Steckerchecker.